Ja, Freunde, bevor das Video so richtig losgeht, die Aufnahmen haben wir natürlich wieder reingeschissen, wie halt die Technik so ist, Freunde. Das heißt, Danny, Grüße gehen raus an dich, willkommen in der ERC-Gang von meiner Seite aus. Wird auch in der Videobeschreibung verlinkt sein, sein Instagram, Niklas sein auch. Und den Danny hört man aber nicht. Ich weiß irgendwie nicht, warum. Auf jeden Fall die Tonaufnahme hat wieder reingeschissen. Also man hört ihn nicht, nur als Information. Das heißt, wie du, ab dafür. Salam Erzegang, ich bin Noanobu und heute gibt es das letzte Pack-Opening in FIFA 19, Leute. Also dafür schon mal bitte epische Musik. Dankeschön. Und wir haben sogar zwei Gäste am Start. Wir haben Samuel, sag mal hallo. Moinsen. Und den offiziell neuen, also einer der offiziellen neuen Erzegang-Member, Danny, was geht? Ja, Leute, und ich habe mir gedacht, ich nehme mal das Intro auch normal auf, bevor ich das Back-Opening überhaupt mache. Ich habe wieder ein paar Points aufgeladen. Das wird das letzte Geld sein, was ich in FIFA 19 investieren werde. Und auf jeden Fall haben wir hier 30k Packs. Ich werde dann wahrscheinlich noch die Packs heute Abend ziehen, wenn ich dann noch Points überhaupt. Würde ich sagen, wir schauen erstmal die Wahrscheinlichkeiten an. Also, man kann World-to-World-Spieler ziehen, man kann Scream-Karten ziehen, man kann Europa League Team of the Tournament Spieler ziehen, Champions League Team of the Tournament kann man ziehen, UCL Live-Karten kann man ziehen, Footbursty-Spieler kann man ziehen, keine Hots kann man ziehen, man kann keine Todes ziehen, was ich komisch finde. So, ne? Das dazu und wir starten rein mit dem ersten 30k-Pack und ich erwarte doch leicht ein Walkout, Digga. Das wäre doch geil. Wir starten natürlich mit keinem Walkout. Wir starten mit keiner Special-Karte, wir starten mit einer Wand. Polen, Klick. Und weiter geht's mit dem nächsten 30k-Pack. Also aus diesem Pack-Opening erwarte ich mindestens ein Walkout und da ist auch erste Walkout. Und das wird eine UCL-Live-Karte. England, ZUM, Lingard. Lingard 87. Was ist denn der Wert? UCL Live-Karte Lingard, Digga. 22.500 ist der Wert. Und Wine Bubble ist noch dahinter. Alles klar, Digga. Das Pack war. Ja. 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 Ja, weiß nicht so. Nice. Weiter geht's im nächsten 30k-Pack. Wir haben noch 6 Stück übrig und aus denen jetzt 5 Stück erwarte ich auf jeden Fall. Und ich muss sagen, 2 Walkouts erwarte ich noch. Ich erwarte auf jeden Fall noch 2 Walkouts. Und hier haben wir auf jeden Fall Valencia drin, der war doch mal viel wert, der ist jetzt gar nicht mehr wert. Das war's komplett. Der kannst du laufen. Soll's aber nicht am besten. Huch, huch! Und jetzt ziehen wir auf Ansage eine Walkout und das wird kein Walkout. Wenigstens eine Special Karte, auch keine Special Karte, aber wenigstens eine Wand. Deutschland ZM, das wird Draxler. Julian Draxler. In dem Moment ist der nächste neue RC-Gang-Member dabei. Niklas, was geht? Erstmal auf dich, auf deinen Nacken ein Once to Watch. Wer ist es? Boateng. The Kevin Prince Boateng habe ich gezogen. Hype. Ich ziehe auf jeden Fall noch 3 30k-Packs und ich brauche noch ein Walkout und da ist ein Walkout und es wird ein normaler, ein Inform-Walkout wird. Brasilien, LV, Alexandro. Oh! Samuel! Ach nein. Samuel! Samuel! Niklas! Alexandro Inform, Digga, 88. Und dahinter ja, noch so ein scheiß Man auf dem Match, Digga. Der absolut nichts wert ist. Natürlich tauschbar. Was sag ich wieder? Ich kack ab, Alter. Der ist wert 59.000 wenigstens. Alexandro? Mhm.
Beamer, lol. Ich habe ja einmal hingesagt, den Man of the Match kann man abstoßen, der bringt gar nichts. Und da gibt es erstmal 15.000 auf meinen Nacken. Und dann öffnen wir die letzten zwei 30k-Packs und hoffentlich wieder ein Walkout. Das wäre doch geil. Und es wird wieder ein Walkout, Digga. Was ist mit dir los? Man of the Match, ne Screencard. Ach, nein. Dass die scheiß Screencarden jeder ein Walkout ist. Selbst so ein 78er ist ein Walkout. Der Abdul Rahman hatte aber 5 Sterne Skills. Und Muriel Once Watch haben wir auch noch im Pack drin. Das Pack war schon mal ganz gut. Und jetzt kommt das letzte 30k Pack. Seid ihr bereit für das letzte Pack? 3, 2, 1. Mit der Nase des Packlacks nochmal. Und wir schauen, ob wir hier einen Walkout noch kriegen. Und wir kriegen keinen Walkout. Aber ein Hero. Wer ist das? Wer ist das denn? Oh! 83er Hero Tadic, Digga. Huch. Das war's mit den Packs, Leute. Und wir sehen uns wieder bei den Packs, die wahrscheinlich heute Abend rauskommen werden. Also bis gleich. 6,5 Stunden später. So, Leute, hier sind wir jetzt zurück am Abend. Und es ist natürlich wieder Danny am Start. Was geht? Und wir öffnen die letzten Packs für das Pack Opening. Es sind jetzt 35k Packs sind rausgekommen. Wir werden dies auf Gönnerbasis einfach öffnen. Und wir haben natürlich ein paar Walkouts wieder. Innerhalb von 5 Packs erwarte ich auf jeden Fall 2 Walkouts, muss ich sagen. Und wir ziehen hier schon wieder den Suchek. Was ist das überhaupt für eine Karte? Europa League Spieler des Tages, glaube ich. Plus Almiron Wants to Watch. Nächstes 35k Pack. Und wir erwarten auf jeden Fall jetzt mal einen Walkout. Ein Walkout dürfte bald mal kommen, aber es kommt wieder keiner. Es kommt aber eine Wand. Brasilien Stürmer 83er. Ist gut. 83er ist sehr gut. Das nächste 35k, also jetzt können langsam mal die Walkouts kommen und der Walkout kommt. Und es wird ein Man of the Match Walkout. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, der ist gut. Der ist gut. Figuli Man of the Match, der ist gut. Der ist gut. Und jetzt die zwei letzten 35k Packs für dieses Pack Opening und wir schauen jetzt mal, was hier so geht. Wir kriegen nochmal einen Man of the Match. Ah ne, Spieler des Tages Europa League. Es wird wieder der Soprino werden. Und meines Wissens habe ich den sogar als Duplikat wieder. Das kann doch wieder mal nicht wahr sein, Alter. Und kommt jetzt das letzte 35k Pack und wir hoffen auf einen Walkout in 3, 2, 1 mit der Nase des Packlacks. Und es wird kein Walkout. Man kennt ihn auf jeden Fall. Es wird aber eine Wand wenigstens. Hi. Es wird Savic. Savic ist gut. Savic. Und damit ein herzliches Willkommen an Samuel. Ich nehme übrigens gerade ein Video auf. Also das, den Rest vom Pack Opening. Und wir haben bisher bis jetzt ein Walkout gezogen. Was war Savic? Savage ist kein Walkout. Übrigens. Hätte ja sein können. So, Leute, wir haben jetzt noch ein paar Points auf der Uhr. Wir werden jetzt einfach ein paar 7,5k Packs öffnen. Und ich werde natürlich euch da immer die besten Packs einblenden. Oha, Man of the Match aus der. Ah, ne. Oha. Oh. Loftus Cheek. Sag mal, ich habe Loftus Cheek aus dem 7,5k Pack. Wow. Was hat der für ein Rating? 81. Ja. Na gut. Huch. Ich ziehe es noch bis 5000 Points runter. Und dann
Oh, die erste Wand. Krass. Frankreich, LM, Command. Oh, Command. Ich hab nicht mal mit, ich hab nicht mitgezählt, Digga. Ich hab nicht mitgezählt, hoch. Also, Freunde, ihr habt gesehen, die 7,5k-Packs war nicht so nice. Was man eigentlich von denen gewohnt ist. Ich spare mir jetzt noch die 5000 Points auf. Für entweder den Rest 7,5k-Packs werde ich dann einfach noch 100 ziehen. Oder für die neuen Packs, die vielleicht um 23 Uhr kommen werden, werde ich dann noch da öffnen. Also würde ich sagen, bis gleich. So, Freunde, hier sind wir wieder. Und es ist immer noch Danny und Samuel am Start. Was geht? Nochmal zum dritten Mal. Und ihr seht, es sind keine weiteren Packs gekommen. Wir werden jetzt einfach noch unsere 5000 Points, werden wir es einfach noch mit den 7,5k-Packs runterziehen. Und wir hoffen natürlich auf einen guten Spieler aus Packs. Und natürlich werde ich euch die besten reinschneiden. Ja, wants to watch. Eine Special-Karte und wobei auf jeden Fall eine Wine-Bubble. Warte, wer ist es? Oh. Alphonso Davies. Können wir direkt auf die Transferliste setzen, Digga. Oh, Man of the Match. Nee. Oh nee, das ist wieder dieser Loftus-Cheek. Ey. Wieder dieser Loftus-Cheek, Alter. Der wieder mal nix wert ist. Das ist dann die letzten. Was ist? Boah. Du willst mich doch verarschen. Das ist doch so lächerlich. Ist doch so lächerlich. Ich öffne ein 5k-Pack. 5k-Pack. Natürlich Walkout. Hättest du. So, Leute, jetzt habe ich nochmal die Retro-Headliner-SPC gemacht. Wir kriegen nochmal ein 30k-Pack, ist das, glaube ich. Also, wir haben jetzt nochmal zwei neue Packs dazu bekommen. Und vielleicht können die zwei Packs jetzt das. Der zweite Teil des Pack Openings nochmal in ein besseres Licht rücken. Ich werde natürlich auch die andere SPC noch machen, aber die dann nicht aufnehmen. Und wir ziehen eine Wand. 83er Viviano ziehen wir hier. Das allerletzte Pack für dieses Pack Opening. 3, 2, 1 mit der Zahnbürste. Und Zahnbürste Pack, komm. Jawohl. Walkout wäre wieder schön. Und es wird ein Walkout, Digga. Und es wird Foot Birthday, Digga. Wer wird's? Frankreich. CTV. Hernandez. Was hat der für eine Rating? 86. Okay. Also Leute, ihr habt's gesehen. Zum Schluss nochmal ein Walkout gezogen. Zwar nicht ein wertvoller Walkout, aber immerhin ein Walkout, würde ich sagen. Damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das letzte Pack Opening in FIFA 19 gefallen, Leute. Danny ist jetzt leider nicht mehr am Start. Der ist irgendwie wahrscheinlich wieder rausgeflogen wegen seinem scheiß Internet. Man kennt ihn auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall raus. Samuel, letzten Worte. Eure RC Gang Member sind raus und ciao.